Willkommen zurück, Mirror's Edge Catalyst Folge 31. Wir müssen jetzt hier irgendwie weiter hochkommen. Kann man sich hier dranhängen? Ja, kann man. Und dann bleibt er mal hängen. Ich denke nämlich, muss ich. Ah, genau. Wieder alles am runterfallen? Ja. Faith! Ach, du bist doch. Muss man sowas einbauen? Das macht sich mit Gamepad nicht ganz so prall. Das ist für den Speicherpunkt. Hätte man sie auch weiter oben machen können. Muss ich bestimmt da wieder rüber hüpfen? Welche Überraschung! So. Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. Ja. Willen. Oh, ein Echo. Bist du dran? Ja, Mädchen, bin ich. Bist du sicher, sie hört dich nicht? Nein, bin ich nicht. Also halten wir es kurz. Keine Namen oder Standorte. Bist du drin? Bin ich. Sie hegen keinerlei Verdacht und haben keine Ahnung, wer ich bin. Gut, sorg dafür, dass es so bleibt. Wir brauchen einen Insider. Meld dich in einer Woche. Selber Kanal. Okay, mach ich. Interessant. Es wird schon sehr abenteuerlich. Bis hierhin war es ja ausnahmslos realistisch. Jetzt wird's abenteuerlich. Warum hüpfst du jetzt? So. Mal sehen, wie weit es noch ist. Ach, stelle ich nicht so ein Feld. Oh. Ganz schön gerumst, wenn ich das hier sehe. Oh. Wie lang ist denn eigentlich das Kabel? Autschi. Sei vorsichtig, Faith. Ja, ich habe es wieder was zu sehen. Soll ich die Übertragung abschalten? Nein, natürlich nicht. Entscheid dich mal, was du willst. Danke. Ach, hier raus. Ich
ganz schön im Rums. Ich wiederhole mich, aber ich bin ja konzentriert. Ich will euch noch ein paar Ladezeiten ersparen. In die Länge gezogen jetzt. Man macht immer dasselbe. What? Das ist sinnlos. Manchmal frage ich mich, ob wir selber spielen oder nicht. 80% von dem Spiel ist zu einfach und jetzt? Nur aber. Wo hat denn die das ellenlange Kabel versteckt? Ich verstehe es nicht. Gott. Warum? Kuma will, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Boah. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat einen der Motorräume abgenommen. Au. Es ist jetzt nicht mehr weit, Faith. Plastik versucht, die Auftürme für dich zu öffnen. Aber sucht ruhig. Ich will nur mal rüber gucken. Nur, falls sie es nicht schafft. Krasse Scheiße. Ist ja, glaube ich, auch keiner mehr. Oh, Spiegel. What? Plastik! Du musst die Türen öffnen! Ja, gleich! Jetzt! Ihr tut doch schon, was ich kann. Hier ist überall Käse. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Die Türen sind offen. Na bitte, sie sind offen. Na, wo denn? Danke. Sonst geht's noch, ihr Affen. Wüsst ihr auch selber jetzt gern mal. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist mit Kruger? Schwer zu sagen, wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Wo lang? Sein, das macht das Spiel jetzt gerade echt ein bisschen schlecht.
das muss man erstmal wissen. Erreicht. Was für eine Aussicht. Das Feld hast gewonnen. Du bist die bessere Runnerin, Feld. What the fuck? Hey, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Ab nach ganz oben und dann wieder ein Stück nach unten zurück. Hallo? Jetzt aber. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so rinnen wird. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Aha. Gesuchtes Objekt in Sicht. Was das denn? Begehst hier eine Straftat. Control, Faith Connors ist hier. Hat ja schon mal super funktioniert. Ich weiß nicht, da auch schon wieder, ne? Was? Das ist ein bisschen extrem nervig. Die treffen wir eh nur, wenn man noch einen Kilometer weg ist. Ach, so ging das. Oh ja, du kleine Pickelfratze. Was ist los? Aber sie sind trotzdem besser als die, mit denen dauernd wegschleudern. Aha, du Pussy. Oh! Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Hoffentlich kann man das nicht entscheiden. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Was weiß ich denn?
so viel Spaß wie das Spiel macht, aber manchmal denkt man sich, verliert man schon mal die Übersicht. Keine Ahnung, ab wann ich hier was machen kann. Oh, was ist denn? Danke, dass du mich so in die Hand nimmst, du Spiel. Das ist bestimmt ein schöner Flow, wenn es immer läuft, aber wenn man die Versus mal machen soll, ist das ein bisschen unpraktisch. Ich denke mal, ich muss mir an so ein Rotorblatt festhalten. Ah, habe ich keine Ahnung, wie. Oh, das ist so ein Bullshit. Naja, aller guten Dinge sind 800. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Das kotzt mich gerade an. Das könnte ja mal ein bisschen was sagen. Schön dramatisch, wenn man das 800 Mal machen muss. Dann geht die Dramaturgie auch ein bisschen flöten. Ich habe keine Ahnung. Stelle ich mir einfach nur zu dumm an, aber ich finde es wieder Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ich hier bis zum Ende. Ich kann mich hier nur um. Was? Bin ich jetzt irgendwo durchgeglitscht? Keine Ahnung wie, aber ich habe es geschafft. Showdown. Cat! Cat! Ich hasse dich! Hör auf, Cat! Ich heiße Isabel! Und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Cat! Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Ich hab's gesehen! Genau wie hunderte andere, nur für ihr Fleisch! Isabel! Komm, wir gehen! Du musst nicht tun, was er sagt, Kate! Du entscheidest für dich selbst! Deine Geduld ist am Ende! Feuer! Nein, nein, nein! Sister? Tot? Nicht! Du verstehst es nicht. Ich muss es tun.
alleine? Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. So. Kruger scheint ja weg gewesen zu sein. Mit dem Helikopter drin. Schönes Spiel, muss ich sagen. Hat er natürlich seine Schwächen. Aber mir hat's gefallen. Mal sehen, was ich als nächstes zocke. Ob ich Lost of the Fallen weiter zocke, das weiß ich noch nicht, wann ich es weiter zocke. Braucht man wirklich die Muse dazu. Ich denke mal, wenn man das einmal anfängt, dann lässt man das auch so schnell in den Meter gehen. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung von Krugersek übernehmen. Sie erklärte, sie freue sich auf die Herausforderung. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugersek. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Blut ist dicker als alles andere. Upgrade ist an sich Quatsch, wir sind ja durch. Ausrüstung, was gibt's denn noch? So, hier fährt eine Nebenmission. Nein, das scheint es wirklich gewesen zu sein. Damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bin ja jetzt nur der allerbeste Spieler, was das Spiel angeht. Was ist das denn? Was für ein Gridnall? Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr auch weiterhin einschalten würdet. Bei egal was. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.